Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe Elin Hübi hier und sie wird uns von The Exploration Company erzählen. Persönlich ist, also Elon Musk hat viel, viel, viel zum Raumfahrt gebraucht und er wird auch viel in der Zukunft zum Raumfahrt bringen. Debris, ich glaube, wir werden eine Lösung gefunden haben, also wir werden ein Gerecht haben, auch eine Lösung gefunden haben, um Debris-Removal zu machen. Ich glaube, erst, wir haben super Kompetenz in Europa und ich habe auch gesehen, also viele Leute, die ein bisschen frustriert sind, weil sie können ihre Kompetenz nicht komplett geben und auch entwickeln. Es gibt keine Gründe, warum wir nicht ambitioniert sein könnten. Ein Grund wäre, okay, vielleicht haben wir kein Geld, aber das ist auch nicht die Wahrheit. Wenn wir gucken, wirklich die Kosten für solche Entwicklung und das Geld, das wir haben, also wir haben Programme, die viel mehr gekostet haben. Es ist auch nicht ein Geldproblem. Ich glaube, so was ich sehe jetzt, es gibt ein sozusagen neues Equilibrium zwischen Startup, ich bin nicht die andere, die mehr Ambitionen haben. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir sollen nicht schüchtern sein. Ja? Wir haben super große Kompetenz. Ich glaube, auch Europa-Position in der Welt, besonders heutzutage, ist sehr, sehr wichtig, weil wir sind eine Demokratie, aber wir sind eine Demokratie, die auch besondere Linken mit anderen Ländern haben und wir sind nicht die Vereinigten Staaten. Und wir können wirklich eine Rolle spielen, besonders im Mond, wo es gibt dieses Wettbewerb zwischen China und Russland auf einer Seite und den Vereinigten Staaten und also uns auf einer Seite. Aber wenn wir wollen wirklich eine peaceful Rolle spielen, dann müssen wir Kredibilität haben. Ohne Kredibilität, das ist nur Wörter. Das ist super einfach. Und Kredibilität, das heißt Raumfahrzeug, die funktioniert und die auch Technologiestandard sind. Ja. Das ist auch für mich personal eine Gründe, warum ich glaube, was wir machen mit der Exploration Company super wichtig ist. Und ich bin nicht die Einige. Was ich gesehen habe, ist, dass wir haben diese Ambition sozusagen kommuniziert und dann andere haben gesagt, okay, naja, das ist toll, dann wir machen damit. Ja, und jetzt haben wir sozusagen einen Dynamismus geschaffen mit Partnern, Investoren, aber auch Agentur und viele Leute, die jetzt wollen, dass wir erfolgreich sind. Es ist ganz klar, dass wir sind nur am Anfang und wir müssen wirklich liefern. Und der erste Schritt ist das Demo mit Ariane 6 und dann der zweite Schritt ist das andere Demo in 24. So, es gibt viel, 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 viel Arbeit und wir werden kredibel sein. Also wir werden unsere Kredibilität haben, nur wenn wir geflogen sind. Das ist so in Raumfahrt. Aber es ist großartig, wirklich zu sehen, dass diese Ambition, die Antwort ist nicht, das ist verrückt. Die Antwort ist, wir brauchen das in Europa und wir wollen die Exploration Company helfen, weil das ist wichtig für uns Europa. Und das ist ganz genau, was wir wollten am Anfang. So, das ist unglaublich, diese Antwort zu bekommen. Und das ist auch eine zusätzliche Verantwortlichkeit, dass wir wirklich technisch liefern müssen. Und du hattest es eben so angesprochen, wir haben eigentlich eine super gute Ausgangslage. Ich habe mit Bülent Altan gesprochen, ein Interview geführt, der vorher bei SpaceX war. Und er sagte, wir haben eine super Ausgangssituation in Europa, weil das, was das Silicon Valley für das Brain der Welt war, also dass ich die Talente aus der ganzen Welt holen konnte, das geht in den USA eigentlich nicht, wegen ITAR. Und das heißt eigentlich, Nummer eins haben wir sehr, sehr gute Universitäten, technische Universitäten in ganz Europa und haben diese Kräfte auch in Europa. Aber auch wir können ein Magnet für dieses Talent der ganzen Welt bilden, weil wir diese krassen Restriktionen in den USA nicht haben und deshalb relativ schnell praktisch das Silicon Valley Modell für unseren Raumfahrt oder unsere Aerospace Industry übernehmen können und dafür praktisch ein Hub werden können. Und das fand ich ein sehr, sehr interessanten Gedanken, der mir vorher nicht klar war. Und du hast schon gesagt, wir haben eigentlich das Talent und das Wissen auch in Europa. Es haben wahrscheinlich bisher so ein bisschen die Ambitionen gefehlt oder die Geschwindigkeit auch. Und ich freue mich total, dass du das sagst, dass du das gespiegelt bekommst von anderen Firmen oder anderen Leuten, die jetzt sagen, von wegen, wir finden es toll, was ihr macht. Und also
ich glaube, wann habt ihr euch oder wann seid ihr offiziell gegründet worden? Letzten Sommer, glaube ich. Oder, Genau. Also das ist sehr schnell gelaufen. Das ist sehr schnell. Ihr habt irgendwie mehrere Millionen, glaube ich, an Finanzierung eingesammelt schon. Ihr fliegt dieses Jahr, wenn Ariane 6 dieses Jahr fliegt, würdet ihr schon mitfliegen. Ihr seid auf jeden Fall bei dieser Demo-Mission dabei, was ja auch eine absurde Geschwindigkeit ist. Das heißt im Prinzip von Vollzeitgründung des Unternehmens zu erster Demo-Mission, Plan innerhalb von einem Jahr, das sind extreme Geschwindigkeiten in der Raumfahrt. Das muss man einfach auch ja, so sagen. Ja, das ist schnell, ja. Das ist schnell, aber okay, wie gesagt, treffen wir uns im Q3 und dann gucken wir, wo genau wir stehen. Aber das ist genau das, was wir im Planning haben und am Moment, wir sind on track, aber okay. Ich rede viel von diesem New Space und von wegen, und dass das eine neue Aufbruchstimmung ist, ein paar Punkte, wie man vielleicht im Weltraum mal Geld verdienen wird. Also ich habe das Gefühl, dass du sehr klare Gedanken hast von wegen, wo es hingehen wird und dass es eben nicht darum geht, von wegen, ja, wir nehmen Steuergelder und wir machen einfach Raumfahrt zum Selbstzweck, sondern unsere Vision ist, glaube ich, es wird eine Industrie im Weltall geben, mit der man auch Geld verdienen kann. Ja. Hast du Ideen dazu? Oder ich weiß, dass du Ideen hast, aber magst du uns ein paar Beispiele nennen? Wie wir ja, klar, sehr, 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 sehr konkret. Was wir planen, ist, dass es wird in also Low Earth Orbit, also rund der Erde, ein Teil, das ist einfach Missionen für die Raumfahrtagentur, also European Space Agency, oder auch andere mit Australian Space Agencies oder NASA. Also, okay. So, das ist sozusagen Public Geld für Missionen. Es gibt auch Schritt für Schritt ein privates Business, das sich entwickelt. Ein Teil von dieses Privatbusiness ist Microgravity Experiment. Und das war im Bereich Space Station nicht so groß entwickelt, weil man muss sehr, sehr lange warten, bevor ein Experiment gemacht wird. Typisch 2-3 Jahre. Das kostet auch viel Geld. Typisch 100.000 US-Dollar pro Kilogramm up und down. Und ISS ist overbooked today. Also es gibt mehr Demand for Experiments als die Kapazität von ISS. So, wir wollen dieses Markt ein bisschen öffnen. Unser Price Point ist ungefähr 10-15% von die ISS. Und wir werden on average dreimal, manchmal viermal pro Jahr fliegen, also wirklich regelmäßig. Und dann können wir wirklich ein Lab für die Privatindustrie sein. Und wir haben im Fokus die Pharmaindustrie, die Agriculture Industry und auch andere Industrie mit Kosmetik oder so, aber wirklich unsere meistens so, höhere Ziel ist Pharma und Agriculture, weil man kann zum Beispiel Stem-Cells, also schneller und kräftiger im Raumfahrt, entwickeln, ist auch die Wahrheit für zum Beispiel über Organoid zu arbeiten oder Organprinten oder so. Also es gibt für zum Beispiel für Agrikultur ist der DNA von den Pflanzen, das ist geändert im Raumfahrt wegen der Stress, wegen auch dem Wasser, der etwas anders geht. So das ist sozusagen ein Lab, wo Forschung für die Erde schneller sein kann. So, das ist ein Teil von der Privatbusiness. Ein anderer Teil von der Privatbusiness ist einfach Gaming und auch immersive Reise und so weiter. Also ich spreche nicht über Raumfahrttourismus, ja, weil das ist mit Menschen, aber das ist auch long down the road, auch ein Teil der Business, ist ganz klar. Aber ohne Menschen, wir haben schon, wir diskutieren schon mit Kunden, die immersive Experiment machen wollen. Und ein anderer Teil, der auch privat ist, ist das ganze In-Orbit Demonstration Business. Das ist für Raumfahrtunternehmen, die Technologie in Raumfahrt fliegen wollen, so dass sie kann demonstrieren sollen. So, ein Teil Public, wie ich es gesagt habe, mit Raumfahrtagentur und auch MOD, weil wir können auch Defense Mission machen mit unserem Raumfahrzeug. Und ein anderer Teil privat, diese drei Kategorien, In-Orbit Experiment, sozusagen Entertainment und dieses In-Space Demonstration. Was war für dich der
Erweckungsmoment, wo du gemerkt hast, okay, dieses New Space ist wirklich eine Sache. Also wo du gemerkt hast, okay, das wird einfach kommen. Ja, also seit sehr, würde ich sagen, sehr, sehr lange, weil ich komme von die, bevor Airbus, ich habe in der Softwareindustrie gearbeitet. So, ich habe gesehen, wie zum Beispiel PayPal die ganze Finanzindustrie disrupt hatte oder wie die Mediaindustrie bei Online-Media disrupt war. So, ich glaube, 4 Monate danach ich bei Airbus war, also das war schon in Anfang 2014 ungefähr, habe ich schon also direkt zum Airbus höchste Management gesagt, okay, es gibt einen Mensch hier in Silicon Valley, der wird Raumfahrt komplett ändern und wir müssen dieses New Space Startup, also das war nur, also mein Planet war nur super klein und so, also wir müssen in diesem New Space Startup investieren. So, das war super klar für mich von Anfang an, weil diese Leute haben, also Musk und Bezos, aber Musk first and foremost, hatte schon in die Softwareindustrie die ganze Finanzindustrie komplett geändert und er kommt nicht im Raumfahrt, um nichts zu machen. Das war super, super klar. Ja, so. Ja, krass. Und meinst du rückblickend, also ist da was hängen geblieben? Also hat man das damals auch so wahrgenommen? Also ich würde sagen, jetzt ist es jedem klar in der Branche und im Prinzip eigentlich, da müssen wir auch nicht drüber reden, alle, die von Raumfahrt Ahnung haben, wissen, dass irgendwie SpaceX ist aktuell der Standard. Ja. Aber wann glaubst du, war der Moment, wo dann auch in Europa man gemerkt hat, okay, wir müssen in diese Richtung, in diese New Space Richtung gehen? Ja, ich glaube, es ändert, wenn wir von Investoren sprechen oder Corporates oder Agentur. Ich glaube, es ist jetzt super, super klar geworden. Also es gibt mehr und mehr Geld, privaten Geld bei Investoren, auch Agentur, auch Corporates, alle wollen mit Startup arbeiten. Ich glaube, 5 Jahre bevor, das ist nicht so klar zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, in die letzten 5 Jahre haben Dinge wirklich geändert und ich glaube, was super wichtig war, sind dieses, also der erst, dass das SpaceX wirklich einen Reusable Launcher gemacht hat, weil das ist, hat auch die Kosten wirklich runtergebracht und auch also in Kredibilität, das ist sehr, sehr viel, viel Kredibilität zu SpaceX mitgebracht und auch, dass wir jetzt viel IPO von Raumfahrt-Startup gehabt haben. Also die Investoren verstehen wirklich, dass es nicht nur zu investieren, aber sondern auch, es gibt super guten Returns. Und du hast es gesagt, dieser Aufweckmoment mit der Wiederverwendung von orbitalfähigen Boostern, das war etwas, das gab es in der Geschichte vorher noch nicht und das ist auch immer noch nicht, dass es jemand sonst außer SpaceX kann. Ich glaube auch, wie du, dass es vielen Leuten, als sie diese Booster landen gesehen haben, also ich zum Beispiel, ich dachte, das ist Fake. Als ich es erstmal gesehen habe, ich dachte, es ist Fake.